nicht so, dass ich darauf achte, dass meine Playlists irgendwie 80% Female besetzt sind, sondern das ist einfach so passiert und es ist irgendwie auch cool, dass es geht. Hallöchen, liebe Menschen, die ich vielleicht auch teilweise jetzt gerade das erste Mal sehe beim Programm der TinCon. Schön, dass ihr für den letzten Talk hier seid. How-to-Pop-Karriere. Also ich werde ja manchmal gefragt, How-to-Moderationskarriere und How-to-Karriere bei der TinCon starten. Da kann ich ja nur sagen, der TinCon schreiben bzw. auf Instagram folgen und dort einfach am Start sein und gucken, wenn die TinCon das nächste Mal ausschreibt und sagt, wollt ihr mitmachen, dann sich da melden und mitmachen, wenn man unter 21 ist, sorry. Und How-to-Moderationskarriere sage ich immer so, oh scheiße, einfach machen, mit Leuten schnacken, die das Gleiche machen, alle Fragen stellen, wo man eigentlich denkt, sie seien zu peinlich. Alle Fragen stellen, von denen man denkt, sie seien vielleicht zu peinlich, könnt ihr auch machen. Merkt euch eure Fragen, weil nach diesem Talk How-to-Pop-Karriere könnt ihr auch eure Fragen stellen. Aber erstmal möchte ich vorstellen, wer übertrieben sponti eingesprungen ist, diesen Talk hier zu moderieren, ist Daniela Ammermann und sie ist Journalistin und Moderatorin, unter anderem bei 1Live oder Das Ding. Vielleicht habt ihr ihre Stimme ja auch schon mal gehört und wenn nicht, dann könnt ihr sie heute hören und auch ansehen. Und zwar ist sie im Talk mit Brockhoff, aka Brocki. Das ist ein sehr süßer Name. Und jetzt möchte ich euch gerne ganz laut und warm applaudieren, hören für Dani und Brocki. Hallo, hallo, hallo. Möchtest du lieber da sitzen oder hier? Ich nehme gerne den. Den? Okay, perfekt. Ja, ich frage das immer und das sagen witzigerweise die KünstlerInnen bis jetzt immer. Finde ich sehr gut. Ja, ich gucke auch immer lieber nach da. Wenn du jetzt den hier gesagt hättest, wäre ich sehr verwirrt gewesen. Rechts ist auch meine Schokoladenseite. Ja? Okay, perfekt. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du vor allem da bist. Ich bin, Maria hat es gerade gesagt, sehr, sehr spontan jetzt eingesprungen für die Kollegin Jule, die das hier eigentlich moderieren sollte und der die Stimme weggeblieben ist heute Morgen. Deswegen, ja, schnacken wir einfach so ein bisschen aus der Hüfte raus, die beiden jetzt. Voll. Ich habe vorhin, als ich gefragt wurde, ob ich einspringe, war ich direkt so, oh, ja, eigentlich will ich das unbedingt machen. Also ich mache Interviews, die ich jetzt nicht selbst so mega akribisch vorbereitet habe, eigentlich nicht so oft und nicht so gerne. Und dann dachte ich so, aber Brockhoff sage ich nicht ab. Das habe ich schon so lange auf meiner eigenen kleinen, intimen, jetzt gebe ich sie preis, Bucketliste. Das möchte ich eigentlich unbedingt machen. Deswegen schnacken wir jetzt einfach. Und mein erster Gedanke, beziehungsweise meine Verbindung zu dir. Ich war fast schon mal auf einem Konzert von dir. Ich stand quasi in der Schlange vor deinem Konzert, vor deinem Support-Act bei Betteroff im letzten Jahr. Der hat hier in Köln in der Kantine gespielt. Yes. Und ich weiß nicht so genau, was da am Einlass los war. Wir standen auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde im Einlass. Oh nein. Und ich war die ganze Zeit so, oh nein, eigentlich wollte ich unbedingt Brockhoff sehen. Die steht jetzt da drin. Und man hatte ich auch so ein bisschen spielen gehört. Okay. Und wir kamen gerade zum letzten Song rein. Schade. Ja, sehr schade. Es war cool auf jeden Fall. Ja, es war gut, hat Bock gemacht? Voll. Okay, sehr, sehr schön. Genau, hier Support spielen für Brockhoff, damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Für wen hast du eigentlich im Prinzip nicht Support gespielt? Ich glaube, bei Jeremias warst du auch mit auf einigen Tourterminen. Yes. Du warst auch mit in den UK sogar schon für Paolo Nutini. Alice Merton war auch dabei. Erstmal so unter uns, bei wem hat es am meisten Spaß gemacht? Unterschiedlich. Also die allerersten Support-Shows, genau, die haben wir für Jeremias gespielt und das war auch irgendwie verrückt, weil vorher habe ich noch nie überhaupt mit Band erstmal auf der Bühne gestanden. Deswegen war das natürlich voll besonders und das war echt so voll der Sprung ins Wasser. Ja. Deswegen war das schon irgendwie besonders, weil so die allerersten Konzerte waren und dann ja auch vor nicht wenig Leuten, also Jeremias. Ich bin ja schon relativ große Venues und als zweite Support-Tour haben wir dann für Shelterboy Support gespielt. Das war eine sehr, sehr lustige Tour, weil es so super familiär war und richtig schön auch mal das erste Mal am Stück irgendwie so ein paar Tage als Band und mit einer anderen Band unterwegs zu sein. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, so ein leichtes, so ein Tour-Vibe zu bekommen. Vorher waren es halt immer so einzelne Gigs. Ah ja. Und ja, die Paolo Nutini Supports waren natürlich irgendwie auch mit Abstand am aufregendsten, weil es irgendwie so die größten waren und auch irgendwie das erste Mal in der UK zu spielen und so. Das war schon funny. Und auf Englisch Ansagen zu machen dann auch auf der Bühne, oder? Ja, voll. Da würde ich am meisten vor, so ich zittern, glaube ich. Ich habe mir auch erst in die Hosen gemacht, aber dann hat sich tatsächlich relativ natürlich auch irgendwie angefühlt, weil ich ja auch
auf Englisch schreibe und irgendwie dies, also auf Englisch singe. Also es ist sowieso irgendwie 80% oder so viel rede ich gar nicht, 90% des Konzerts ist ja quasi sowieso schon auf Englisch. Und dementsprechend war es dann irgendwie, also hat sich voll, eigentlich ganz natürlich sogar angefühlt, dann auf Englisch auch Ansagen zu machen und auf Englisch irgendwie kurz zu sagen, worum es in dem Song geht, weil, weil ich ihn ja auch auf Englisch irgendwie geschrieben habe. Also es war, hat mir irgendwie sogar Spaß gemacht. Ja, das war ganz cool. Aber ich war noch doppelt aufgeregt, deshalb natürlich auch. Warst du auch so ein bisschen doppelt, ich finde das immer total interessant, das frage ich KünstlerInnen und Bands, die... die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, aber englische Texte schreiben, werden das sehr oft gefragt. Ich frage dich das jetzt auch mal. Ist man dann bei internationalen Shows oder gerade wenn man Shows in England spielt, ist man dann aufgeregter, weil man so weiß, ja okay, die verstehen jedes Wort, was ich hier mir zusammengeschrieben habe. Also in Deutschland fällt das vielleicht nicht so auf, wenn ich hier mal so ein paar Fantasieworte einfliegen lasse, aber in England fällt das schon auf. Ja, macht man voll, sich da Gedanken irgendwie. Habe ich gar nicht so primär gedacht. Ich hatte, glaube ich, mehr Angst so vor diesen spontanen Ansagen, ob das da, dass ich mich da nicht irgendwie komplett verhaspel oder doch mir so eine Vokabel irgendwie fehlt, wie mir dann aus Aufregung manchmal die einfachsten Wörter irgendwie entfallen. Aber dadurch irgendwie das. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend. So im Nachhinein war es irgendwie cool, nochmal Feedback von einem, also ja, muttersprachlich englischen Publikum zu bekommen. Aber so vorher habe ich mir da gar nicht tatsächlich so mega viele Gedanken darüber gemacht. Das waren eher die Ansagen, die ja spontaner sind und über die Songs. Ich habe öfters rüber geguckt, dass da keine, keine Fehler mehr mit sind. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen spannender noch insgesamt, wie Native Speaker das irgendwie dann aufnehmen. Und das, man will ja natürlich auch, dass es international rüberkommt und nicht unbedingt. Voll. Also es irgendwie super einem gedeutscht wirkt oder so. Aber es hat bisher immer gut geklappt. Ja, es hat sehr gut geklappt bis hierhin, Also ich nehme mal an, ihr kennt wahrscheinlich Brock auf alle und sitzt auch hier, weil ihr Fan ihrer Musik seid und ihrer Person und sie verfolgt. Aber für vielleicht Leute, die sich einfach hier so ein bisschen hin verirrt haben und sich gedacht haben, oh, weiß nicht, was das ist, aber es klingt nett, ich schaue es mir mal an. Also man kann es auf jeden Fall kennen, wenn man in der Vergangenheit jetzt schon mal auf Shelterboy-Konzerten war, auf Betteroff-Konzerten war, bei Jeremias war, zufällig in den UK bei Paolo Nuzzini. Hast du denn, und das ist irgendwie ja schon auch die, die Anzahl, die Menge an Support-Shows, die du jetzt schon gespielt hast, ist ja irgendwie auch vor allem vor dem Hintergrund sehr bemerkenswert, dass du ja noch gar nicht so lange als Brockhoff eigentlich Musik machst. Also wenn man mal so ein bisschen auf die Streaming-Plattform guckt, dann kann man noch gar nicht so weit runterscrollen in Jahreszahlen, sondern da steht dann die Zahl 2022, glaube ich, als, als quasi erstes Veröffentlichungsjahr, zumindest auf Streaming-Plattformen. Hast du mal irgendwie so in der ganzen Zwischenzeit bis jetzt mal so einen Moment gehabt, wo du, weiß ich nicht, so vorm Fenster saßt, so rausstarren konntest und so war es so, ja, schon wild irgendwie, was gerade alles passiert? Auf jeden Fall immer so kleine Momente zwischendurch, aber das ist tatsächlich ist eine Sache, die ich selber merke, also eine der größten Herausforderungen für mich an dem Job, sich zwischendurch irgendwie so kleine Auszeiten oder Pausen zu nehmen, ohne so von einem Konzert zum nächsten oder von einem To-Do, weil es gibt irgendwie immer was zu tun, weil es ja so vielschichtig auch ist, die Sachen, mit denen man sich beschäftigt, dass man sich da halt, das ist das erste Mal, dass ich so ein Britney-Mikrofon habe, deswegen fasse ich mir hier die ganze Zeit aus der Sicht rein. Dass man sich da bewusst diese Momente für schafft, um halt so durchzuatmen und zu checken, was eigentlich gerade abgeht und da, also will ich auch irgendwie immer schaffen, dass da niemals dann die Wertschätzung oder Dankbarkeit dann für sowas auf der Strecke bleibt. Aber es ist irgendwie gar nicht so einfach, zwischendurch sich diese Momente zu schaffen. Also ich habe das immer mehr jetzt über das letzte Jahr gemerkt, dass man es wirklich sehr bewusst machen muss und ich glaube, es ist auch auf jeden Fall schon besser geworden und jetzt zum Beispiel über den Jahreswechsel hatte ich da auch ein bisschen mehr Zeit für, was gut getan hat, um mal das letzte Jahr irgendwie so sacken zu lassen und eigentlich so irgendwie zu checken. Ja, das ist echt wild, wie du sagst, irgendwie was so passiert ist in so einer kurzen Zeit. Voll. Aber habe schon das Gefühl, genau, dass man sich das bewusst schaffen muss, so diese Momente und irgendwie. Ja. Ist das, bist du mit der Erwartungshaltung oder ich sag mal vielleicht auch mit dieser Wunschhaltung rangegangen, naja, ich release jetzt Musik und im besten Fall stehe ich dann einfach das ganze nächste Jahr verteilt über sehr viele, sehr oft auf Bühnen oder war das eher komplett so das Gegenteil, dass du gar nicht so richtig vielleicht darauf vorbereitet warst, dass das live direkt so losgeht und dass du gedacht hast, eigentlich habe ich gedacht, ich release erstmal so ganz ruhig aus meinem Schlafzimmer raus in die Welt und überlege mir dann, was mache ich live und wie ziehe ich das auf? War das so ein bisschen überwältigend eher alles oder war das so, nö, eigentlich ist so perfekt, genauso wollte ich es.
Nee, also gerade dieses Live-Ding war super, super überwältigend. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich letztes Jahr so viele Shows, also ich glaube 50 Shows haben wir gespielt und ziemlich genau vor einem Jahr halt erst angefangen. Also ich glaube im März, April waren so die allerersten Shows. Und es kam so überraschend und so überwältigend. Ich habe damals auch noch, als die Anfrage kam, nämlich von Jeremias, wie gesagt, ich hatte noch nicht mal eine Band zusammen irgendwie. Ja. Und habe noch nie richtig mit einer Band auf einer Bühne gestanden. Ja. Und war auch echt dann so am Überlegen, ob das dann cool ist, jetzt so zu machen. Aber ich bin so froh, dass wir es halt irgendwie gewagt haben. Mhm. Weil ich glaube, das ist dann manchmal auch der einzige Weg, eben dieser Sprung ins kalte Wasser, wie man so schön sagt. Ja. Aber das, also gerade was so live passieren durfte letztes Jahr, war super überraschend, weil wir auch durch Corona noch super viel spontan eingesprungen sind. Es gab so viele Festivals oder Konzerte, wo wir irgendwie manchmal wirklich einen Abend vorher angerufen wurden oder halt eine Woche vorher oder sowas, ja auch echt die Vorlaufzeit ist. Irgendwie, ja, hier ist noch durch Corona ein Act abgesprungen, weil es für viele internationale Bands oft schwierig war Beispiel. Oder auch noch durch Krankheit und so. Also es war ja schon noch irgendwie ein verrücktes Jahr jetzt, wo es sich erstmal so einpendeln musste. Ja, und davon hab ich in dem Fall voll profitiert, weil ich irgendwie super flexibel war und echt eigentlich alles gespielt habe, was mir so in die Finger gekommen ist, weil ich irgendwie neugierig war und Erfahrung sammeln wollte. Und das war ja dementsprechend sehr überraschend und überwältigend irgendwie. Aber cool, so viel schon spielen zu können, weil ich glaube, das ist ultra wichtig, um irgendwie so Praxis zu sammeln und überhaupt, ja. Aber ja, voll, total. Können ja auch nicht viele von sich behaupten, dass sie von den, also vor allen Dingen Künstler und Künstlerinnen, dass sie von den Corona-Jahren irgendwie großartig profitiert haben. Das ist ja schon auch so, wenn man da jetzt so drauf guckt, ist es schon so, oh, Glück gehabt. Ja, das ist gut los oder ausgegangen für mich. Ja, es war vom Timing relativ, es klingt irgendwie, finde ich, auch immer, was heißt profitiert, also natürlich ist es trotzdem noch, dass es so der Branche ultra, für die Branche ultra schädlich war, wodurch, aber ja, vom Timing her war es bei mir relativ passend irgendwie, dass ich ja die ganze Corona-Zeit über nutzen konnte, um mich irgendwie so künstlerisch zu überlegen, wo will ich hin, Songs zu schreiben, auszuprobieren, mit Leuten zu arbeiten und dann gerade so als Corona wieder vorbei war, irgendwie vermeintlich vorbei war, die ersten Songs eben veröffentlichen konnte und auch wieder live mehr ging. Also es war vom Timing einfach irgendwie gut. Ja, es war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ja. Ich finde es irgendwie auch voll spannend, also wenn wir nochmal so ein bisschen auf den Anfang deiner Karriere zurückkommen, auch auf den Anfang, wann du quasi mit dem Projekt Brockhoff begonnen hast, dafür Musik zu schreiben und das irgendwie für dich so zu visualisieren und eine Akustik dafür zu schaffen. Vor allem vor dem Hintergrund, wir wissen jetzt, es ist noch überhaupt nicht lange her. Und wenn man sich so in den letzten Jahren, oder ich glaube, in den letzten Jahren haben sich viele Leute öfter auch die Frage gestellt, wie klingt Musik, die so in der Pandemie entsteht? Wie klingt irgendwie Kunst, die in dieser Zeit entsteht? Und ein bisschen eine Antwort darauf ist ja schon irgendwie deine EP, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass du 2020, 2021 schon auch viel das geschrieben hast, was wir dann irgendwie 2022 wahrscheinlich, was du dann veröffentlicht hast, oder? Also erzähl gerne mal so ein bisschen über die Anfänge des Projekts Brockhoff und du gerade gesagt hast, das ist alles so ein bisschen in dieser Ruhe der Pandemie entstanden. Ja, also ich glaube, ich habe halt vorher auch schon lange Zeit irgendwie so Solo-Singer-Songwriter-mäßig Musik gemacht, war viel Solo unterwegs, irgendwie mit Akustikgitarre traurige Songs geschrieben. Mhm. Und die wurden dann wahrscheinlich während Corona nur noch ein bisschen trauriger, aber ein bisschen verpackt in einem rockigeren Gewand. Genau, also vor so drei, vier Jahren, als ich nach Hamburg gezogen bin, also ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Hildesheim, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin und da irgendwie mich voll inspirieren lassen habe von Einflüssen, von der Zusammenarbeit mit neuen Leuten, das erste Mal Musik eigentlich so richtig aktiv bewusst zusammen machen mit Leuten, das kannte ich vorher nicht, war irgendwie immer die Einzige in meinem Freundeskreis oder Dorf oder Stadt irgendwie, die dann so Mucke gemacht hat, hatte nie eine Band oder sowas. Und jetzt habe ich kurz den Faden von. Habe mich halt voll so ein bisschen von der Großstadt irgendwie inspirieren lassen und wurde, glaube ich, einfach ein bisschen mutiger, was das Songwriting angeht und auch das Ausprobieren und die Suche nach dem Sound. Und zur selben Zeit habe ich halt irgendwie durch bis heute irgendwie meine Idole oder auch die Inspiration, die
das Projekt Brockhoff oder mich als Künstlerin jetzt inspirieren, so Phoebe Bridgers, Snail Mail, Soccer Mommy, also so diese 90s angehauchte Indie-Rock-Musik, sehr female geprägt, irgendwie die Künstlerin, die ich zu der Zeit viel gehört habe und entdeckt habe, die haben mich halt dann in diesen Indie-Rock-Pop-Kosmos irgendwie gebracht und ich wusste irgendwie, das will ich auch machen und ich will irgendwie mehr E-Gitarre spielen, weniger Akustikgitarre und weniger Klavier, sondern irgendwie will es irgendwie Band-Sound-mäßiger haben und rockiger in dem Fall. Und ja, inwiefern sich so die Pandemie auf das Songwriting ausgeprägt hat, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Also ich glaube zum Beispiel jetzt auf der Sharks-EP, die ich letztes Jahr veröffentlicht habe, ist gar nicht unbedingt ein Song dabei, wo ich jetzt sagen würde, der ist nur, den habe ich nur der Pandemie, dank der Pandemie irgendwie geschrieben oder ist nur dank der Pandemie entstanden, weil es ja nicht direkt um dieses Thema geht. Ja, voll. Aber es gibt auch irgendwie 2-3 Songs, die vielleicht irgendwann nochmal rauskommen werden, die auf jeden Fall auch Themen behandeln, die dann wirklich eher durch die Corona-Pandemie oder der Corona-Pandemie geschuldet waren. Ja. Aber an sich sind es auch genauso Themen in meinem Leben, die mich wahrscheinlich früher oder später auch irgendwie beschäftigt hätten oder Beziehungsprobleme oder so, die auch irgendwie nicht unbedingt an Corona lagen. Ja, ja, voll. So, genau. Ja. Aber trotzdem, da war viel Raum da, um auszuprobieren und mutig zu sein und irgendwie, wo man vielleicht auch so ein bisschen geduldig sein musste, irgendwie erstmal auszuprobieren und zu sammeln, bevor es überhaupt so ein bisschen Sinn gemacht hat, mit irgendwas überhaupt rauszugehen. Ja, voll. Ja, das war auch so ein bisschen mein Gedanke, gar nicht so sehr, dass, also ich habe gar nicht so sehr den Gedanken, dass wenn ich deine Musik höre, ach krass, das erinnert mich an, das ist bestimmt songwriting-technisch in einer Pandemie entstanden. Oder genau, ja, die Schlagworte, die stecken da Lockdown. Jetzt, genau, da habe ich so versteckt in meinem, in den Zeilen, zwischen den Zeilen. Nee, das gar nicht, aber dass Musik, oder ich glaube, dass viele die Erwartung haben, dass solche Gedanken ein bisschen lyrischer, ein bisschen poetischer verpackt, irgendwie in Musik mit drinstecken können. Aber ich finde es irgendwie ganz schön, dass man deine Musik hört, musikalisch und auch inhaltlich und auch vom Songwriting her gar nicht daran denkt, dass eben Musik quasi, die in der Pandemie entstanden ist, auch so klingen kann, die man da, wenn man das nicht wüsste, vielleicht auch gar nicht verorten würde erstmal. So. Ja. Das fand ich irgendwie so cool. Einen ganz spannenden Gedanken. Ja. Ich finde auch schön, dass du sagst, du hast irgendwann die Akustikgitarre gegen die E-Gitarre ausgetauscht. Ist das morgens beim Aufstehen passiert, dass du gesagt hast, nee, das ist... Hier, so, jetzt muss lauter werden jetzt. Ich will das nicht mehr. Oder war das so ein längerer Prozess? Oder? Ja, eher auf jeden Fall ein Prozess irgendwie angespornt durch so ein bisschen meinen veränderten Konsum von Musik zu der Zeit, dass ich irgendwie mehr Rock gehört habe als Pop und einfach irgendwie auch die Namen, die ich gerade schon genannt hatte, also Soccer Mommy, Snail Mail, Phoebe Bridgers, das ja auch eher irgendwie, man auch eher mit einer E-Gitarre auf einer Bühne mal sieht. Aber ich schreibe auch immer noch relativ, also zu Hause irgendwie in meinem Zimmer, auch immer noch auf Akustikgitarre Songs. Und jetzt gerade langsam kommt sie auch wieder zurück ins Live-Set. Es war jetzt gar nicht so okay. Es ist ja auch gar nicht so, dass nur Akustikgitarre jetzt für Singer-Songwriter traurige Popmusik steht und E-Gitarre für Metal und Rock. Das mischt sich ja Gott sei Dank gut. Aber es war, ich glaube, einfach auch so das Experimentieren mit Sounds und so war ja natürlich viel mehr gegeben durch E-Gitarre und ja, voll. Genau, dann hat das in dem Moment mehr Bock gemacht und hat mich irgendwie noch mehr inspiriert. Irgendwie. Ja, das check ich. Ich finde, wir haben gerade vor dem Talk schon mal so festgestellt, bei dem ganzen musikalischen Name-Dropping hier, ich glaube, wenn wir jetzt so unser Streaming-Dienst Wrapped miteinander vergleichen würden, da gäbe es eine sehr, sehr große Schnittmenge. Also Phoebe Bridgers, Punisher war, glaube ich, auch mein Pandemie-Album, da sind wir wieder, das ich rauf und runter gehört habe, Soccer Mommy, Snail Mail, Bia Badubi oder wie man sonst so gerne heranziehen möchte. Auch, ich habe auch eine sehr, sehr witzige Story, vielleicht willst du die erst erzählen, eine sehr witzige Story über dich und Adrian Lenker gelesen, die Frontsängerin der Band Big Thief, die man vielleicht kennt, auch eine sehr, sehr tolle Platte rausgebracht, die du, glaube ich, sehr gerne magst und mit der du mal so eine Art Begegnung hattest auch, oder? Habe ich gelesen. Voll, ja, es war eins dieser Festivals, auf dem ich ganz, ganz spontan einspringen durfte, auf dem Tempelhof Sounds in Berlin letztes Jahr. Genau. Also irgendwie so eine Hals-über-Kopf-Aktion und auf jeden Fall auch eine der größten Shows, die ich jetzt bisher gespielt habe. Es war super scary, so auf dieser Riesenbühne zu stehen irgendwie, wo eben vorher unter anderem Big Thief stand. Es war ultra crazy. Und auf der Toilette beim Händewaschen stand dann irgendwie 2 Waschbecken neben mir auf einmal Adrian Lenker, die Sängerin von Big Thief. Und das war, glaube ich, meinte ich ja auch vorhin schon zu dir, so der eigentlich auch so einzige so richtig krasse Starstruck-Moment. Sonst habe ich das eigentlich immer nicht so doll, aber das war schon irgendwie
doll. Und ich war so unsicher irgendwie. Ich habe da noch nichts gesagt. Ich habe nur im Spiegel kann man das dann ja. Also ich habe mich noch nicht mal getraut, zu ihr zu drehen, sondern so im Spiegel. Ich habe so ein bisschen ihr beim Händewaschen so zugeguckt. Und das war super verrückt. Ja, das glaube ich. Ich bin aber, ich spreche Leute auch tatsächlich nie an. Ich wäre da auch zu schüchtern für. Ich bin dann auch niemand, der dem sofort so ein geiler Satz in den Kopf kommt und dann so. Ja, da könnte ich auf einmal natürlich gar kein Englisch mehr und ja, mir ist Snacks stimmt. Einfach. Ach, ja, nee, Englisch kann man dann eh nicht mehr. Nee, alles vergessen. Ja, hätte echt, und auch bis heute, ich habe mich dann, glaube ich, schon so ein paar Tage danach immer noch gefragt, so was ich vielleicht hätte sagen können. Aber mir ist auch nie so richtig das eingefallen, wo ich gedacht hätte, das wäre echt cool gewesen. Ja, voll. Ja, deswegen. Ja, verstehe ich. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schöner bildhafter Moment. Sogar ich habe es jetzt quasi vor Augen, wie er so nebeneinander am Waschbecken steht und man ist so, oh mein Gott. Ja, sehr schön. Ja. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, so ein bisschen das Thema Vorbilder in der Musik, gerade auch für Flinter-Künstler, KünstlerInnen und auch für, glaube ich, ja, Musikfans. Für Flinter-Musikfans spielt das eine wichtige Rolle. Also für mich, merke ich, spielt es einfach eine wichtige Rolle. So einerseits irgendwie jetzt Frauen wie Phoebe Bridgers, wie Soccer Mommy, wie Snail Mail ja auch schon seit Jahren irgendwie auf Bühnen zu sehen mit wirklich auch einer E-Gitarre in der Hand, einem Instrument, was, wenn ich jetzt so an meine musikalische Sozialisation irgendwie zurückdenke, was jetzt nicht sofort Flinter in die Hand gedrückt wird, wo jetzt nicht gesagt sofort das mit Flinter-Personen irgendwie assoziiert wird, finde ich es irgendwie, ja, also auf einer Seite schon sehr empowernd, wenn man solche Leute mit einer E-Gitarre auf der Bühne sieht, aber ich muss auch einfach sagen, ich finde es auch einfach sehr, sehr spannend, irgendwie musikalische Geschichten erzählt zu bekommen von solchen Personen irgendwie mit einer E-Gitarre in der Hand. Und man sagt ja auch immer so, ne, es wird ja jetzt viel seit Jahren auch schon über Diversität, über Gleichberechtigung, über so ein immer noch vorhandenes Missverhältnis von Geschlechtern in der Musikindustrie und auf Bühnen und so diskutiert. Und da geht es ja ganz viel auch um dieses, wer hat eigentlich Vorbilder in der Musikindustrie? Ich glaube, man kann sagen, so von dem, was du gerade erzählt hast, dass das schon auch so Personen sind, die Vorbilder wahrscheinlich durchaus für dich sind. Was würdest du denn sagen, so aus deiner eigenen Sozialisierung, aus deiner eigenen Erfahrung heraus, wie wichtig ist das denn für dich, solche Vorbilder gehabt zu haben? Enorm wichtig auf jeden Fall. Also ich habe, glaube ich, seit ich Musik höre oder Musik wahrnehme, mich auch jetzt rückblickend voll viel oder eigentlich immer auch vermehrt an Female- oder Flinter-SongwriterInnen so gehalten oder orientiert oder mich dafür sozusagen begeistert. Also irgendwie angefangen irgendwie in meiner Kindheit und Jugend mit Hannah Montana und Taylor Swift, Selena Gomez, Miley Cyrus, diese ganze Sparte, selbstverständlich. Das waren immer schon meine größten Vorbilder in dem Sinne, die ja auch teilweise eben auch schon über das, okay, einfach nur über dieses Sängerin-Label hinaus auch eben einfach mit Gitarren auf der Bühne stehen und so. Ich glaube, das war super, super wichtig, dass ich mich auch daran orientiert habe und mir das irgendwie Mut gemacht hat, auch diesen Weg zu gehen und irgendwie mich inspiriert hat. Und eben auch gerade in der Phase, wo ich dann so ein bisschen spezifischer für mich selber meinen Stil rausgefunden habe oder eben mehr in diese Indie-Rock-Sparte sozusagen gerutscht bin, da waren es eben auch auf jeden Fall die Female Acts wie Phoebe Bridgers, Big Thief, Wolf Alice, Haim. Also es ist so eine lange Liste, die irgendwie auch wirklich zu 80% bis heute noch meine Playlist irgendwie füllt. Also ich höre auch wirklich sehr überwiegend Flinter Acts, ist mir mal aufgefallen. Gar nicht bewusst, also wahrscheinlich unterbewusst oder irgendwo schon bewusst, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf achte, dass meine Playlists irgendwie 80% viel mehr besetzt sind, sondern das ist einfach so passiert und ist irgendwie auch cool, dass es geht. Ja, voll. Aber ja, das war enorm wichtig und ich glaube, ich kann auch voll, also irgendwie doch besser oft connecten mit Songwriting von Flinter-Personen. Ja. Ich glaube, dass es vielen Frauen oder Flinter-Personen so geht und umso wichtiger ist es natürlich, dass dafür auch Raum geschaffen wird und dass man das auch hören kann, weil irgendwie man dadurch einfacher Zugang zu gewissen Themen bekommt oder sich irgendwie bestätigter in gewissen Gefühlen oder sowas als dritte Person fühlt. Genau. Also irgendwas, denke ich, voll wichtig, dass da von Anfang an Vorbilder da waren, die so. Ja, aber hattest du das Gefühl, das war wirklich von Anfang an so da? Du nimmst das schon eher so wahr rückblickend, als es gab die von Anfang an und daran habe ich mich eigentlich schon immer so ein bisschen unterbewusst vielleicht auch orientiert. Oder hast du das irgendwann mal so als Lücke auch wahrgenommen? Also als so ein, eigentlich fehlt mir hier was.
Ich glaube, nee, so richtig so habe ich es nie wahrgenommen, weil es eben so war, dass ich irgendwie bis von, also so in meiner Jugend dann mich eher in diesen Pop-Stars wie Taylor Swift oder so orientiert habe und dann, sobald ich mehr eben spezifischer in diese eine Musikrichtung gegangen bin, dann auch von Anfang an wahrscheinlich mir diese Vorbilder gesucht habe und mir dann nicht irgendwie aufgefallen ist, okay, das ist jetzt ein Genre, wo es, weil so ist es ja auch noch bis heute, also nur weil meine Playlists so aussehen, ist das ja gerade nicht der aktuelle Stand. Oder das ist irgendwie ein Genre, wo was noch immer viel zu wenig Female besetzt ist, finde ich cool, mache ich jetzt auch, also das ist überhaupt nicht, sondern ich habe mich halt von Anfang an Zugang zu diesem Genre durch diese Female und Flinter Acts gefunden und deshalb das aber auch nie so krass bewusst wahrgenommen. Erst jetzt auch, als ich mehr und mehr professionell in diesen Musikkarriereweg eingeschlagen bin, halt wahrgenommen, dass da auf jeden Fall noch ein wahnsinnig großes Defizit ist. Genau. Ja, voll. Ja, das fand ich auch einen ganz schönen Satz, den du eben gesagt hast, dass du meintest, dass deine Playlist quasi in Anführungsstrichen aus Versehen voll mit Flinter Acts ist. Das ist ja auch immer so ein Argument, was total oft auftaucht, wenn es um Festival-Bookings, um überhaupt Bookings und Support-Shows und Playlisten und alles sowas geht, dass gesagt wird, wir buchen hier nach Talent oder wir buchen hier nach musikalischer Qualität, was, wenn ein Festival-Lineup oder eine Playlist dann sehr männlich ausfällt, einfach straight up eine Beleidigung ist, im Prinzip, weil gesagt wird, naja, die Flinter Acts, die können es halt nicht, was Bullshit ist, weil mir geht es genauso wie dir und das ist auch nicht so also ich erlege mir selbst beim Musikhören auch keine Quote auf, sondern es ist einfach für mich auch objektiv die bessere Musik. Also ich habe genau dieselben Acts und vor allem auch sehr viel Spaß damit und deswegen die in meiner Playlist. Voll. Ja. Und also genau aus dem Grund sollten ja auch Female Bands oder Crews oder SängerInnen gebucht werden, nicht weil man irgendeine Regel befolgt, die jetzt die Neuzeit erfunden hat, sondern es einfach natürlich sein sollte, dass man, dass es eine gleiche Berechtigung hat, auf der Bühne zu stehen und eine gleiche Qualität hat, wenn nicht sogar eine bessere. Ja, voll. Also das sollte ja auch der Ansporn sein und nicht, um halt eine Quote zu erfüllen. Aber es ist natürlich gerade in der Zeit, wo es leider in den letzten Jahren oder wo einfach so viel das noch rückschrittig war, natürlich nötig, dass man sowas wie Quoten oder so einführt, damit es immer mehr zu natürlicher werden kann. Aber an sich sollte ja das Ziel sein, dass es irgendwie von alleine auch selbstverständlich ist, dass ein Line-Up divers ist. Und Mich würde zum Schluss noch voll interessieren, wie du eigentlich zum Gitarrespielen gekommen bist, weil ich habe auch mal eine Zeit lang Gitarre gespielt und ich bin da auf jeden Fall über eine männliche Person rangekommen, so sehr klischee-mäßig, über meinen Vater, der wollte, dass ich ein Instrument lerne und der war so, ja, du lernst auf jeden Fall Gitarre, weil das hätte ich gerne gemacht früher, ich konnte es nicht machen, jetzt machst du das. Und ich war so, ja, okay. Und dann hat es irgendwann voll Bock gemacht. Und ich weiß aber auch noch so, ich habe in einer Gruppe angefangen mit so 8, 9 anderen Leuten und das waren schon auch einfach sehr viele Jungs. Ich glaube, neben mir war noch so ein anderes Mädchen dabei. Und es war so sehr klischee-mäßig. Deswegen würde mich voll interessieren, wie bist du zum Gitarrespielen gekommen, also zu diesem Instrument? Also ich finde dieses Instrument an sich so spannend, weil es immer noch so männlich konnotiert wird einfach. Und weil so diese sehr autarke Assoziation, finde ich, noch zu selten einfach so mit Flinterpersonen irgendwie stattfindet. Wie bist du zum Gitarrespielen, zum Akustik-Gitarrespielen gekommen irgendwie? Das ist eigentlich eine ganz funny story. Ich wurde tatsächlich von der Flinter-Person sozusagen an die Gitarre hingeführt. Aber eigentlich habe ich angefangen mit Klavierspielen. Also ich habe sehr viele Jahre lang Klavierunterricht gehabt und bin dann erst eben durch diesen einen Zufall an die Gitarre gekommen. Und das war einfach eine Nachbarin von meiner Tante damals. Und meine Familie ist super sportbegeistert. Also ich habe in meiner Familie wirklich auch niemanden, der künstlerisch aktiv ist. Ich glaube, das habe ich mir dann irgendwann als Kind selber so, wollte ich mich wahrscheinlich auch gegen meinen großen Bruder, der irgendwie im Radsport voll aktiv war, durchsetzen und so mein eigenes Ding finden. Deswegen war es immer so dieses Kreative und die Flucht in die Musik sozusagen. Oder Flucht nicht, aber also Musik als Hobby gesucht. Ja, voll. Um mein eigenes Ding zu machen. Und nee, genau, dann waren wir irgendwie bei einem Radrennen in der Nähe von Osnabrück, wo meine, also ich bin früher immer mit auf Radrennen gefahren von meinem Bruder oder die ganze Familie. Aber dann war irgendwie Nachbarin von meiner Tante hatte irgendwie, bei der die dann irgendwie auf mich aufgepasst hat oder so, hatte eine Gitarre und hat mir so die allerersten Akkorde beigebracht, das weiß ich noch. Und dann fand ich das halt irgendwie cool und hat mir auch meine Tante dann eine Gitarre geschenkt und dann hatte ich aber auch, ich glaube, ein Dreivierteljahr Gitarrenunterricht, aber sonst mir irgendwie alles ein bisschen selber beigebracht. Also ich weiß auch nicht viel von dem, was ich da rumdrücke. Es war eher alles ein bisschen autodidaktisch und learning by doing. Ja. Aber
Ja. Okay, das heißt, du hattest bis heute quasi nie so klassisch Gitarrenunterricht, sondern hast einfach so ein bisschen so, was klingt geil für mich und YouTube-Tutorials. Voll. Und, ja. Genau, diesen klassischeren Unterricht hatte ich irgendwie mit Klavier und bin dann aber voll schnell irgendwie in diese Pop-Schiene sozusagen im positiven Sinne abgerutscht und war immer ein bisschen faul, irgendwie Klassik zu üben, sondern wollte lieber singen und mich dabei begleiten und Akkorde spielen und so weiter. Und dann dachte ich irgendwann, ey, Gitarre ist ja auch cool, weil kann man überall mit hinnehmen. Und dann bin ich so ein bisschen auch eher, auch in den letzten Jahren eher so ein bisschen auf Gitarre hängen geblieben. Aber ja. Mit Blick auf die Zeit und weil wir vielleicht auch noch die ein oder andere Frage aus dem Publikum klären wollen, kommt meine letzte Frage, um nochmal zu deiner Musik und deiner latest Veröffentlichung zurückzukommen, deiner EP, die jetzt draußen ist, seit letztem Jahr, Sharks heißt sie. Und da müssen wir kurz drüber sprechen. Sie heißt Sharks und auf dem Coverfoto sind Fischschuhe. Fischfußschuhe. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt ja das EP-Cover bestimmt. Ansonsten könnt ihr jetzt parallel hier einmal schnell auf dem Streamingdienst eurer Wahl gucken. Was hat es damit auf sich? Erstmal, warum sind das keine Haischuhe? Es ist eine super random Geschichte. Ich bin zu einer Freundin, mit der ich einfach Bilder machen wollte für das Shooting, irgendwie um ein paar Bilder zu sammeln für das EP-Artwork, nach Hause gefahren. Und in dem WG-Flur lagen diese Schuhe, diese Schlappen. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Fisch ist. Ehrlich gesagt, so ein orangener Lachs. Es ist ein Lachs. So Fischhausschuhe, Schlappen. Und die fand ich irgendwie direkt super, super funny. Aber dann haben wir auch erstmal irgendwie den ganzen Tag oder ich glaube sogar 2 Tage einfach andere Fotos gemacht von mir. Und dann aber ganz am Ende irgendwie dachten wir, ja, lass einfach just for fun noch mit diesen Schlappen irgendwie was machen. Und dann habe ich mich in der Dusche in ein Aquarium gestellt mit diesen Schlappen. Und haben dann letztendlich diesen einen Ausschnitt, fanden wir so cool, dass es dann das EP-Cover geworden ist. Aber es war gar nicht so die bewusste Entscheidung oder der Plan. Das war einfach nur, weil die da rumlagen. Und dann fand ich es halt auch ein bisschen lustig, weil es diesen leichten Bezug zu Sharks hat. Aber ja, es hat eigentlich keine wahnsinnig große Bedeutung oder so. Ich fand es dann lustig. Und, Muss es ja auch nicht haben. Das finde ich sogar eigentlich ganz schön. Das finde ich fast noch schöner, als wenn jetzt hinter diesen Fischhausschuhen eine Riesenbedeutung gesteckt hätte. So dieses, hey, wir haben es einfach gemacht und so hat sich so hat sich ganz gut angefühlt. Cool. So ein bisschen lässt sich ja auch deine bisherige Karriere irgendwie zusammenfassen. Einfach mal die Akustikgitarre durch die E-Gitarre eingetauscht, eine Band zusammengesucht und dann sind einfach Dinge passiert. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall erstmal für deine Zeit und genau, Maria steht da mit dem Fragenwürfel an der Seite und da hinten ist einer. Oh yes. Warte, nee, wir werfen. Ganz ehrlich, das sind die letzten Chancen. Wir werfen. Los. Yay. Leute, das hat geklappt. Guck mal, doch, das hat schon geklappt. Kannst du kurz was dazu sagen? Kannst du da so reinreden? Ach so, Mike. Hammer. Okay. kannst du kurz was dazu sagen, wie du von Singer-Songwriter-Gigs mit Akustikgitarre-Solo zu Jeremias-Support gekommen bist? Wie ist das passiert? Ich glaube, hauptsächlich durch viel Ausprobieren. Also ich habe, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, viel mit verschiedenen SongwriterInnen oder Produzenten gearbeitet und irgendwie mich so ein bisschen ausprobiert und habe dann relativ schnell eben rausgefunden, dass ich eher Band-Sound-mäßige Musik machen will und das erfordert ja zwingend, dass man mit anderen Leuten auch irgendwie zusammenarbeitet, was ich auch immer also dann als eine sehr, sehr, sehr große Bereicherung irgendwie empfunden habe, weil ich vorher immer, wie gesagt, alleine mit Akustikgitarre irgendwie durch die Gegend gegurkt bin und dann war es vor allem, dass ich irgendwie voll Glück hatte, dass ich Menschen in meinem Umfeld hätte, die das irgendwie, nachdem ich denen die neuen Songs, also die heutigen Brockhoff-Songs irgendwie gezeigt habe und so ein bisschen erzählt habe, so was ich irgendwie vorhabe, so soundmäßig und was ich irgendwie cool finde und was ich machen will, die das halt voll supported haben und gerade mein jetziger Manager, der ein sehr, sehr guter Freund von mir ist und auch der Gitarrist jetzt in der Band ist, der zu dem Zeitpunkt, mit dem ich mich halt erst irgendwie voll angefreundet habe, viel Mucke gehört habe und dann hat es voll gepasst, dass er jetzt auch mein Management übernimmt und mich so voll von Anfang an die Hand genommen hat und irgendwie mich dann auch bei jedem Step und jeder Entscheidung begleitet hat, was, glaube ich, extrem wichtig war. Also auf jeden Fall irgendwie Menschen zu haben, die das mit einem machen und irgendwie an einen glauben und einen eben gerade, man muss so viele Entscheidungen irgendwie treffen, so unterstützen auf einer persönlichen, freundschaftlichen Ebene, aber auf jeden Fall, weil man ja dann doch auch schnell in irgendwelche vertraglichen Business-Verträge irgendwie reinschleicht, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, so wichtig,
ein gesundes, freundschaftliches Umfeld zu haben, die einen supporten. Also so, ja. Das war auf jeden Fall eine Sache. Ich werfe den weiter. Oder entweder direkt weiter, wenn jemand direkt die Hand heben mag, kannst du direkt werfen. Ja, voll. Ja doch, das schafft ihr. Los. Ja, wir beiden. Hey. Oh, keine Verkopplung. Hi, ich. ich fand es erstmal sehr spannend und das würde ich gerne noch festhalten. Ihr habt ja sehr viel über so Flinter-Acts gesprochen, die dich auch inspiriert haben. Und das sind ja eigentlich hauptsächlich Leute auch außerhalb von Deutschland. Und ich finde es irgendwie echt richtig cool, dass man jetzt in Deutschland auch dich einfach hat als deutsche Flinter-Person, die halt auch gerade hier einfach Leute inspirieren können. Deswegen, das wollte ich auf jeden Fall nochmal festhalten, weil mir das gerade aufgefallen ist. Und dann wollte ich fragen, inwiefern jetzt nicht nur musikalisch dich diese ganzen Acts inspiriert haben, sondern auch vielleicht, was deine Künstlerin-Identität auch angeht, wie du dich auf Social Media gibst, wie du deine Performance auf der Bühne, wie dich das irgendwie inspiriert und weitergebracht hat in deiner Identität quasi. Ja, auf jeden Fall, also voll der wichtige Punkt, dass es eben nicht nur die Musik betrifft, sondern auch komplett, dass man sich ja mit der Szene dann irgendwie auch und mit der, also allem drumherum, was die Musik eben auch ausdrückt und ausdrücken möchte, irgendwie beschäftigt. Und also ob das jetzt Mode ist oder Social Media oder irgendwie auch, wie man sich auf der Bühne gibt, ist es auf jeden Fall auch, dass mich all diese Namen, die wir jetzt genannt haben, da komplett inspiriert haben. Und auch das ja so wichtig ist für Female Acts, da Vorbilder zu haben, weil man sich ja sonst auch, genau, also ja, ich orientiere mich da voll nur an diesen Acts, die wir da jetzt eben genannt haben und irgendwie weniger an den männlichen Kollegen sozusagen. Deswegen ist es für all das drumherum natürlich auch umso wichtiger gewesen und eine Rieseninspiration. Genau. Ich finde es übrigens auch schön, um das nochmal kurz in Addition dazu zu sagen, dass du das dann aber quasi auch auf männliche Bühnen bringst, wenn du mit Leuten wie Shelterboy oder Betteroff oder Jeremias oder so auf Tour gehst und da irgendwie nochmal so ein anderes Selbstverständnis und vielleicht auch eine andere Art der Performance und eine andere Art des, so interpretiere ich und so stelle ich Musik dar irgendwie, einem Publikum näher bringst, das sich vielleicht viel auch mit eher so männlichen Acts auseinandersetzt. Das ist irgendwie auf jeden Fall sehr schön. Das ist mir nur noch dazu eingefallen. Aber ja, sehr, voll guter Punkt, ja. Haben wir noch eine? Hat es noch eine Frage irgendwo? Gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Es sieht nicht dann so aus. Möchte ich natürlich noch einmal einen ganz, ganz tollen Applaus für Brockhoff und Dani haben.